Hallo, grüß Gott und guten Abend. Ja, mal kein besonderes Thema habend, weil mich so viele Dinge stören. Man kann's auch manchmal nicht mehr hören. Drum will ich euch mit Krieg und Krisen den schönen Abend nicht vermiesen und rede mal statt von Problemen von unverfänglicheren Themen, dann wird der Abend gleich viel netter. Also plaudern wir vom Wetter. Beim Wetter weiß man schließlich prompt, das muss man nehmen, wie es kommt. Und es kommt ja manchmal sehr gelegen, sich trotzdem drüber aufzuregen. Ja, wo man hört und liest und blättert, überall wird nur gewettert. Auch im letzten Jahr, wie jeder weiß, das war ja ganz besonders heiß, das hing laut Klimadiagrammen mit der Erderwärmung eng zusammen. Was nicht von sich aus die Natur macht, nein, das hat der Mensch verursacht. Drum gilt, dass derart zugespitzt die Welt nicht weiter überhitzt, denn Hitzköpfe voll Selbstbetrug, ach, davon hat die Welt genug. Jüngst traf man sich auch überdies zum Weltklimagipfel in Paris und beschloss als Konsequenzen für die Erwärmung Obergrenzen. Obergrenzen können fein und manchmal durchaus hilfreich sein. Doch die Quintessenz hier, meine ich, ist, wenn die Welt sich einig ist, wenn sich jeder denn auch tummelt und keiner bei der Software schummelt, wenn jeder den Vertrag einhält, dann gibt's noch Hoffnung für die Welt. Doch trotz Erderwärmung dieser Tage zeigt ein Blick auf die Großwetterlage, dass in Europa wohl mit aller Not bald eine neue Eiszeit droht. Na, schaut man nach Russland Richtung Ost, da regiert schon lang Väterchen Frost, den man bloß nicht, selbst wenn man wollte, als Eisheiligen betrachten sollte. Der Schnee liegt dort besonders schlimm und deckt vieles zu. Auch auf der Krim, dort besteht eigentlich noch Räumungspflicht. Doch Tauwetter ist nicht in Sicht. Doch auch in anderen Gefilden können sich Kaltfronten bilden. Durch Ungarn zieht sich voller Eifer ein gewaltiger Tiefrechtsausläufer. Eiskalte Luft kommt von den Polen. Da schlägt das Wetter Kapriolen. Und selbst in Frankreich drohte radikal schon eine Kaltfront national. Ja, in ganz Europa nimmt partout so ein Gefühl der Kälte zu. In Zukunft werden wir beflissen uns wohl sehr warm anziehen müssen. Nur hier in Deutschland bleibt es warm. Ja, das hatte seinen eigenen Charme. Mit Badewetter im November. Bäume blühen im Dezember. Und was uns sonst noch alles blüht. Denn ein riesiges Hochdruckgebiet liegt über Deutschland einsam da und trägt den Namen Angela. Und wie die Welt uns nun beäugt, weil Deutschland so viel Wärme zeigt. Ja, das sei man, wird ja oft betont, von Deutschland gar nicht so gewohnt. Doch leider findet dabei glatt kein echter Wärmeaustausch statt. Oder meteorologisch kommentiert, Deutschland ist gut isoliert. Wohin man aber sonst auch blickt, das Weltklima, es spielt verrückt. Durch die Erderwärmung wird sich zeigen, dass hier die Meeresspiegel steigen und ganz Europa wird wohl überflutet.
und uns allen sehr viel zugemutet. Vielen Kommunen jedenfalls steht längst das Wasser bis zum Hals. Nun fragt sich angesichts der Schwemme, haben wir denn keine Dämme? Sind andererseits Naturgewalten durch Dämme wirklich aufzuhalten? Ein Klima macht, ob warm, ob kalt, vor keiner Landesgrenze halt. Ja, und auch nicht vor Obergrenzen, nur um das auch mal zu ergänzen. Doch völlig ohne jeden Damm ist auch kein Sicherheitsprogramm. Da wünscht man sich schon etwas Führung. Doch konkrete Pläne der Regierung bleiben hier merkwürdig blass. Es heißt immer nur, wir schaffen das. Ob wir es wirklich schaffen, kurz und schlicht, ja, das wissen wir ja jetzt noch nicht. Doch auch wenn manche vielleicht fluchen, wir könnten es wenigstens versuchen. Kann man die Flut vor allen Dingen in geordnete Kanäle bringen? Ich stelle mal die Frage so. In Berlin zeigt sich die Lage so, dass man sich hier dem Chaos fügt und kaum was auf die Reihe kriegt. Was für Berlin ja der Normalfall wäre. Hier zeigt sich nun mal die Misere. Woanders klappt das deutlich besser im Umgang mit dem Flutgewässer. Doch falls wir das hier schaffen sollten, wie wir das ursprünglich wollten, falls solch ein Zustrom unbeirrt, also überhaupt bewältigt wird, dann haben wir das ohne Schranken den vielen Helfern zu verdanken, die nicht nur jammern oder wimmern, sondern schaffen und sich kümmern. Und all das. Und all das tun sie insgesamt freiwillig und im Ehrenamt. Und ihnen mit besonderer Nennung gilt meine höchste Anerkennung. Wenn man die Angst jedoch noch schürt und schlimmer macht, als ihr gebührt, als sei die Sintflut einbestellt, als käme das Ende dieser Welt, wenn dann noch Helfer und Behörden angefeindet und bepöbelt werden, wenn es auf Facebook oder Twitter noch Shitstorms hagelt, Scheißgewitter, wenn es dann auf Menschen übergreift und man mit Galgen durch die Gegend läuft, dann merkt man leider nur zu trist, wie vergiftet unser Klima ist. Da wünsche ich mir als Rettungszipfel mal einen deutschen Klimagipfel. Diesen Dreckschleudern, die ständig hetzen, muss man Obergrenzen setzen. Nicht 1 bis 2 Grad Diskrepanz, nein, am besten 0 Grad Toleranz. Deutschland liegt noch zweifelsohne in der gemäßigteren Klimazone und trotzdem wird es immer extremer und vom Klima her unangenehmer. Das hat weit schneller als gedacht der Klimawandel hier vollbracht. Ach, wie schön war es doch vor ein paar Jährchen. Da gab es bei uns ein Sommermärchen. Ja.
mit Kaiserwetter, wo die alten Beckenbauernregeln galten. Wie korrupt ist Fußball überall, nur nicht in Deutschland. Schauen wir mal. Oder was er nicht kennt im Fall des Falles, da unterschreibt ein Bauer alles. Lichtgestalten, so wie sie denn bräuchten, sind wahrlich keine Wetterleuchten. Damals begann sich auch bei Zeiten das Hochangela hier auszubreiten. Das fand man anfangs ja ganz spitze, doch es sorgte auch für schwüle Hitze. Jetzt steht die Luft und angesichts der Schwüle, da bewegt sich nichts. Und wenn wir schon beim Hochdruck wären, der drückt in immer höhere Sphären und ist es erstmal abgehoben, herrscht ziemlich dünne Luft dort oben. Doch jedes Höhenhoch ist unumwunden mit einem Bodentief verbunden, das sich darunter wacker schlägt und hier den Namen Sigmar trägt. Das kennt sich aus mit Niederschlägen. Einsam steht es oft im Regen. Doch wie es sich auch drehen mag, es findet trotzdem keinen Niederschlag. Und somit ist es, mal ganz ehrlich, eigentlich komplett entbehrlich. Aus Bayern weht ein anderer Wind. Was meist als Alpenföhn beginnt, wird zum Orkan hochstilisiert, wenn Sturmtief Horst durchs Land grassiert. Ja, das geht dann immer in die Vollen. Erst hört man so ein dumpfes Grollen. Danach wird donnernd losgelegt, bis irgendwann der Blitz einschlägt. Doch egal, wie Horst sich auch erhitzt, bis jetzt ist er nur abgeblitzt. Ich sehe schon die Überschrift, wenn der Blitz auch mal ins Schwarze trifft. Nun, man sieht, das Wetter ist lebendig, oft wechselhaft und unbeständig. Nur im Osten Deutschlands allgemein herrscht immer eitel Sonnenschein. Ja, das ist wirklich eine Wonne. Da scheint den ganzen Tag die Sonne. Und das nach allgemeiner Meinung führt auch zu dieser tiefen Bräunung. Ja, die Alternative ist dafür bekannt. Statt Bräune gibt es Sonnenbrand, dazwischen scheint es nichts zu geben, damit muss man im Osten leben. Tiefbraun, knallrot, nicht ohne Grund wirkt auf mich beides nicht gesund. Und die weiteren Aussichten leider sind eher trüb und gar nicht heiter, weil ein Nebel über Deutschland liegt, der seit Silvester kaum verfliegt. Man blickt nicht durch, das macht nervös. Das Ganze ist höchst nebulös. Doch was passiert, wenn sich der Nebel lichtet und mancher Hinweis sich verdichtet? Vielleicht erblickt man dann ja kein Idyll, sondern sieht, was man nicht sehen will. Und die Erkenntnis sozusagen ist manchmal sehr schwer zu ertragen. Aber meine kleine Plauderei zum Wetter ist auch schon vorbei. Und wem das alles ganz egal war, weil ihm das Thema zu banal war, der ist aufs nächste Mal gespannter, denn dann wird's wieder interessanter. Es sei denn, es bleibt grau in grau. Bis dahin macht es gut. Hello.
Ja, er ist und bleibt ein Meister seines Fachs. Sie haben ihn erkannt, unser Peter Kuhn von der Schwarzen Elf aus Schweinfurt. So schön bei der amtierenden Weinkönigin, bei Christine Langmann, eine Mittelfränkin. Freut mich persönlich ganz besonders, weil ja Mittelfranke bin. Aber der Peter hat bestimmt noch einen Trinkspruch für uns. Der Klimawandel frohen Mutes hat immerhin auch etwas Gutes. Mehr Wärme und mehr Sonnenschein heißt, umso besser wird der Wein. Na, wenigstens bleibt das ein Trost. Prost!